Dienstag, den 12. Mai, wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für euch da. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir drehen jetzt mal ein Video, welche Verhaltensregeln es denn ab Dienstag nächster Woche zu beachten gibt. Wir freuen uns schon auf euch und bis Dienstag. Tschüss. Wenn ihr den Salzstadel betreten wollt, nutzt bitte den Kellereingang. Bevor ihr das Gebäude betretet, setzt bitte euch und gegebenenfalls euren Kindern eure Masken auf. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch im Eingangsbereich eure Hände desinfizieren. Und dann werdet ihr auch schon von uns begrüßt. Wir erklären euch zunächst, auf was ihr achten müsst. So müsst ihr im ganzen Gebäude eure Maske tragen. Außerdem dürfen aus jeder Familie nur 2 Personen das Gebäude betreten. Insgesamt dürfen sich maximal 40 Personen in der Bibliothek aufhalten. Außerdem müsst ihr eure Bibliothekskarte vorzeigen. Achtet bitte darauf, dass ihr und auch eure Kinder immer zu anderen Kunden und Mitarbeitern mindestens 1,5 Meter Abstand haltet. Ein längerer Aufenthalt in der Bibliothek ist leider nicht gestattet. Gebt deswegen zügig eure Medien zurück und leiht euch neue aus. Durch die Sicherheitsmaßnahmen kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Wir bitten deshalb um Verständnis und Geduld. Die Bezahlung von Gebühren ist nur bei der Rückgabe möglich. Bezahlt bitte möglichst bargeldlos ab einem Betrag von 8 Euro. Beachtet auch bitte im gesamten Gebäude alle Markierungen am Boden, Schilder und Absperrungen. Ansonsten gelten auch bei uns die allgemeingültigen Hygieneregeln. Um kontrollieren zu können, wie viele Personen sich im Gebäude befinden, bekommt jede Person, auch Kinder, einen Korb. Diesen tragt ihr bitte immer bei euch. Bei der Rückgabetheke angekommen, wartet ihr bitte, bis wir euch ein Zeichen geben. Dann dürft ihr näher treten und eure Medien, die ihr zurückgeben wollt, unter der Plexiglasscheibe hindurchschieben. Danach dürft ihr die Bibliothek betreten. Achtet darauf, dass wir ein Einbahnstraßensystem eingeführt haben. Haltet euch deshalb bitte immer an die Pfeile. Fragen beantworten wir an der Info im 2. Stock. Leider sind nicht alle Services wie gewohnt verfügbar. So ist der Drucker gesperrt, es gibt keine Sitzgelegenheiten, keine Tageszeitungen, kein Lesecafé, keinen Internetzugang und auch kein Gaming. Sobald ihr mit eurer Medienauswahl fertig seid, folgt ihr den Pfeilen Richtung Ausgang. Wartet bitte, bis ein Selbstverbucher frei wird und verbucht dort eure Medien wie gewohnt auf eure Bibliothekskarte. Danach verlasst bitte zügig den Salzstadel über den Haupteingang. Tschüss und bis zum nächsten Mal!